Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und dieses Rezept, und zwar einen leichten Zupfkuchen, den möchte ich heute mit euch gemeinsam verfilmen. Ich habe mir noch mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich euch zeigen möchte. Und zwar möchte ich den backen in unserem Zauberkasten. Den habe ich jetzt auch schon mit Backtrennmittel gefettet. Der ist übrigens diesen Monat, also im August, noch mit 20% im Angebot. Dann habe ich Folgendes vorbereitet für den Teig. Und zwar habe ich hier 150 Gramm Mehl, Typ 550 drin. Dann habe ich hier drin 10 Gramm Kandarell Streusüße. Dann habe ich hier drin 2 Esslöffel gesiebten Kakao ungesüßt, eine Prise Salz, ein Ei und 75 Gramm Halbfettmargarine. Die verarbeiten wir jetzt erstmal zu einem Teig und das mache ich im Thermomix. Alles einfach rein. Kneten wir den mal ein bisschen durch. Ich mache den jetzt einfach mal auf Stufe 5, knete ich den so ein bisschen. Ich habe jetzt mal 10 Sekunden, jetzt gucke ich mal nach, weil den Rest muss ich von Hand kneten, wie der aussieht. So, dann packen wir den nämlich hier auf die Backmatte. Und kneten den noch ein bisschen von Hand nach. So sieht der jetzt aus. Schön mit Kakao, schön dunkel. Dann habe ich mir schon hier Klarsichtfolie zurück oder zurecht gelegt. Da kommt er jetzt gleich rein. Dann muss er noch mal kurz im Kühlschrank. Ich stelle mal die Kamera runter, dann könnt ihr sehen, was ich hier mache. Den knete ich jetzt einfach von Hand noch mal ein bisschen durch. Ist richtig schön geschmeidig. Wunderbar. So, das reicht schon. Kommt er jetzt kurz in den Kühlschrank. So habe ich den jetzt eingepackt. Jetzt kommt er kurz in der Zeit, wo wir die anderen Sachen machen, im Kühlschrank. Ich stelle euch mal wieder hoch zu mir. So, Sekunde. So, jetzt würde ich ganz gerne mit euch die Füllung machen. Ich spüle mal ganz kurz den Thermi aus und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den Thermi jetzt ausgespült, der Teig ist im Kühlschrank und jetzt möchte ich gerne mit euch die Käsefüllung machen. Und zwar habe ich dafür vorbereitet hier 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Joghurt, 1,8% Fett, 2 Eier, nochmal 10 Gramm Kandarell Streusüße und 2 Teelöffel Speisestärke. Die kommen jetzt in den Thermi und dann rühren wir den mal eben Teig auf Stufe 4. Ich gucke mal, ich denke mal auch so 10 Sekunden vielleicht. So, leer ist er. Jetzt verrühren wir das mal eben zu einer schönen Masse. Wie gesagt, ich mache mal auf Stufe 4 und dann schauen wir mal, wie er aussieht.
sonst hat es auf meine Brille gespritzt. Ich mache die mal eben ein bisschen sauber, damit ich euch wieder sehe. So, die sieht gut aus. Schaut mal, jetzt haben wir eine richtig schöne Creme. Ich packe die mal eben wieder zurück in die Nixe. Die kommt gleich auf den Teig. So. So, die stellen wir jetzt beiseite. Dann habe ich hier ein Glas Schattenmorellen, also Sauerkirschen. Abtropfgewicht ist so circa 350, 360 Gramm. So, jetzt holen wir mal den Teig aus dem Kühlschrank. Mal gucken, wie der aussieht. So. So, dann kippe ich mal die Kamera runter, damit ihr mir zugucken könnt. Ich glaube, da es ein bisschen dunkel ist, stelle ich euch mal ein bisschen zurück. Ich glaube, dann habt ihr mehr Licht. So. So müsste es, glaube ich, besser sein. So, jetzt nehmen wir zwei Drittel von dem Teig weg. Weil das eine Drittel brauche ich nachher, um oben auf den Teig zerzupft draufzulegen. Also nehmen wir jetzt zwei Drittel mal weg. Ja, vielleicht noch ein bisschen so. So, und jetzt rollen wir den aus. Ich gebe mal ein bisschen Mehl auf die Backmatte. Ihr könnt alles sehen, ja. So, den rollen wir jetzt so aus, dass der in unseren Zauberkasten passt. Ja, den Backofen habe ich schon vorgeheizt gerade, der läuft jetzt auf 175 Grad. Ich liebe den Teigroller, wie ihr seht, da bleibt nichts dran kleben. Das reicht, weil den will ich jetzt in den Zauberkasten reinlegen. Ihr könnt das sehen, ja, könnt ihr sehen. Oder ob wir den noch weiter ausrollen müssen. Ich glaube, das müsste reichen. Ja, kann man ein bisschen andrücken. Schön da reindrücken. Ich zeige euch das gleich. Ich das schön. Die sieht echt schon so schön aus. So habe ich den jetzt ausgekleidet. Dann gebe ich jetzt die Kirschen da rein. Wie gesagt, die habe ich gut abtropfen lassen. Ich liebe Kirschen und Äpfel. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Süßesser, aber Kirschen und Äpfel, die finde ich prima. So sieht es jetzt aus mit den Kirschen. Und jetzt kommt unsere Masse da rein.
lasse ich jetzt da reinlaufen. Und mit dem Scraper kriegt ihr wirklich alles raus im Vergleich zu mit dem normalen Löffel. Bleibt kein Rest mehr drin, schaut mal. So, habe ich jetzt die Masse da eingefüllt. Und jetzt wollen wir ja natürlich noch ein bisschen Teig oben aufzupfen. Das heißt, wir nehmen das bisschen Teig, was ich beiseite gelegt habe, rollen das noch mal ein bisschen dünner aus und dann zupfen wir uns das auf den Kuchen zurecht. Zupft da praktisch so Stückchen und legt die oben einfach so auf den Teig. Irgendwie, dass das ein bisschen nett aussieht. So. Dann lurt immer noch ein bisschen Creme dazwischen und das sieht dann nachher auch optisch, finde ich, ganz schön aus. So, das war's schon. So sieht er jetzt aus. Ich drehe mal die Kamera wieder ein bisschen runter, dann können wir es besser sehen. Schaut mal. So sieht er jetzt aus. Der kommt jetzt in den Backofen. Ich drehe euch wieder zu mir. So. Der kommt jetzt in den Backofen, wie gesagt, der ist vorgeheizt, Ober-Unterhitze, ups, 175 Grad, ich denke mal so 50, 60 Minuten, ich mache den Stäbchentest und wenn er gut ist, hole ich euch dazu, also ich hole euch eh dazu am Ende, aber also wenn er durchgebacken ist, dann zeige ich euch, wie der fertig gebacken aussieht. Bis gleich, tschüss ihr Lieben. Dann bin ich wieder. Ich habe jetzt den Kuchen rausgeholt und zwar war der jetzt 70 Minuten im Backofen. Habe zwischendurch den Stäbchentest gemacht und jetzt zeige ich euch mal, wie der aussieht. Eine Sekunde, ich stelle euch mal runter. Dann nehme ich den mal in die Hand. Schaut mal, so wunderbar sieht der jetzt aus. So, ich lasse den jetzt in der Form abkühlen und dann hole ich den nachher raus und schneid den an und dann hole ich euch wieder dazu. Bis nachher. Tschüss. Hallo meine Lieben. So, ich habe den Kuchen jetzt abkühlen lassen und der ist noch ein bisschen warm, aber ich kann es nicht abwarten. Deswegen schneide ich den jetzt an. Ich zeige euch mal eben die Form. Ich habe den also, ohne dass er kaputt gegangen ist, aus der Form rausbekommen. Könnt ihr das so sehen? Ja. Das Helle, was ihr darin seht, ist jetzt das Backtrennmittel. Das Einzige, was mir passiert, ist eine Ecke. Ich weiß nicht, ich hole euch mal so ran. Eine Ecke von dem hohen Rand. Also beim nächsten Mal kann ich den Rand sogar noch was niedriger machen. Die ist mir ein bisschen abgebrochen. Da seht ihr den. Der sieht wirklich schön aus. Und jetzt schneide ich den an und dann zeige ich euch den mal. Ich stelle euch mal wieder zurück, dass ihr mitgucken könnt. So. So, und dann schauen wir mal, wie der von innen aussieht. Wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich den Rand, den Teig nicht ganz so hochziehen, das braucht ihr also nicht. Könnt ihr also ungefähr so ein Stück weniger, also nach unten ausrollen, oben als Rand lassen in der Form. Dann bricht er den nämlich jetzt auch nicht weg. So, dann schneide ich mal das erste Stück an. Wow! Ich zeige euch das mal, ich schiebe den mal rum. Dann ist der Knaller. Warte, ich drehe mal das ganze Brettchen, dann könnt ihr das wunderbar sehen. Schaut euch mal den genialen Kuchen an. Also wenn der nicht lecker aussieht, weiß ich es nicht. So, ihr Lieben, ich mache gleich nochmal Fotos, dann platziere ich den schön auf dem Teller. Aber ihr seht wirklich, wie wunderbar der aussieht. Würde mich freuen, wenn ihr den einfach mal nachbackt. Wie gesagt, der ist auch kalorienfreundlich. ich lade das Filmchen wieder hoch, dann könnt ihr das gerne nachbacken und das Rezept schreibe ich euch natürlich auch auf. Und ja,
Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wünsche euch einen tollen Tag. Mein Kater schreit, aber heute ist ja Katzentag. Also werde ich mich jetzt mal um den kümmern. Wünsche euch noch einen tollen Abend und bis zum nächsten Film. Eure Judith. Tschüss.